Hey, ich bin Timo und das hier ist ein richtig guter 20 Euro Aktien-Tutorial von Mason Alhamra. Von wem auch sonst. Ja, und der tritt hier mal an gegen Accento von Serjov. Das Original für 180 Euro auf 50 ml. Wie gut der hier wirklich ist? Ja, der ist schon gut. Aber welche Unterschiede es vielleicht gibt und warum ich ein schlechtes Gewissen auch habe, das erfährst du hier in diesem Video. Ab geht's. Da ist der von Mason Alhamra, der Filocentro, ne? Für 20 Euro auf 100 ml. Das ist mal eine Ansage. Man sieht ja schon von außen, dass die beiden schon so gewisse Ähnlichkeiten haben, ne? Beide haben diesen lilafarbenen Samtüberzug, ein bisschen was Goldenes hier mit dabei. Ja, man merkt schon, wo die Reise hingeht. Jedenfalls von außen. Und von innen, wie ist der Duft, Timo? Also, kurz zur Erinnerung, Accento ist ein floraler Duft, ne? Hat so richtig weiche, sanfte Blüten mit etwas Ananas, eine gewisse, ja, fruchtige Süße hier auch mit da drin. Und hat, wie Serjov ja oft es so hat, ja, dieses kräftig moschusartige, mit was Pudrigem hier, was dann auch sehr auffallend ist in so einem Parfum. Ja, ne? Das ist der Accento und der Filocentro, boah, ist der gut. Alter, ist der gut. Also, du hast hier schon ein paar Unterschiede. Ja, der ist nicht 1:1. Aber ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel Accento vor 3-4 Wochen gerochen hast und dann riechst du den, du wirst sagen, ja, ist Accento, ganz normal, ne? Wenn du natürlich, das, so wie ich das gemacht habe, ja, einmal hier das Original, einmal hier den Dupe drauf und dir Seite an Seite checkst, dann merkst du Unterschiede. Natürlich, ja. Wo du ein Haar in der Suppe finden möchtest, da wirst du auch eins finden. Ist einfach so. Aber ist das dann jetzt ein Dealbreaker? Ich finde, nein. Die Unterschiede sind da, sind aber hinnehmbar bis marginal. Aber wo mir es eingefallen ist, dass dieser Dupe gut ist, ich habe den erst im Raum gesprüht gehabt. Hat das schon wieder vergessen gehabt, komm dann wieder, geh zum Kühlschrank und dachte so, oh, das riecht ja voll nach Accento. Nee, hast ja gar nicht gesprüht, du hast ja den Dupe genommen, ja? Und da wurde mir klar, also wenn ich das schon einfach so detekten kann, dann ist der richtig gut. Auf der Haut, ja, Seite an Seite ist das etwas unterschiedlich, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ich versuche euch das mal an folgendes so ein Beispiel zu geben, ja? Du erkennst den Duft ja trotzdem. Das ist wie bei einem Lied. Nur weil vielleicht der Bass ein bisschen leiser ist, ja, oder vielleicht die Hi-Hat etwas lauter bei dem einen. Die Melodie bleibt gleich. Und du wirst das Lied erkennen. Ja? Auch wenn es ein paar Unterschiede hat. Aber das sind so Nuancen. Für den einen etwas mehr, für den anderen etwas weniger. Trotzdem, du wirst das Lied bzw. den Duft erkennen. Wow. Also, welche Unterschiede haben wir? Denn wir haben welche. Wenn wir mal das ganz genau nehmen, haben wir Unterschiede, genau. Aber was haben wir? Also, das Original natürlich hat nochmal eine etwas höhere Qualität, das sollte uns bewusst sein, ja. Ist mal viel detailreicher. Okay, wissen wir. Wir wissen auch, der Preis ist da höher und so, die Unterschiede wissen wir auch. Vom Duft selber, da merke ich schon, die Iris ist im Dupe schon gezähmt. Auch Zitrus ist hier nicht ganz so kräftig. Und der Moschus ist nicht ganz so überladen, das ist ein bisschen feiner, aber es ist schon gut gemacht. Ja, vielleicht ist der Dupe noch ein bisschen weniger cremig, auch nicht ganz so stark putrig. Ja, der Boden, ja, die Basis ist nicht ganz so moschusartig überladen, aber wow. Mir fehlen die Worte. Also ich finde ihn richtig gut gemacht. Wenn wir das nochmal im Kopf haben, 20 Euro auf 100 ml. Dafür ist der super. Ja? Ich habe den vor einiger Zeit draufgesprüht, das Original hier, der Dupe da. Ich rieche schon, dass die Haltbarkeit beim Original besser ist. Ja. Ich merke ihn trotzdem noch, den Dupe. Der ist trotzdem solide, ist vielleicht beim Ranking ein bisschen drunter. Er kriegt in Sachen Haltbarkeit, der Dupe, eine 7 von 10. Auch bei der Sillage, das ist solide, ist absolut gut. Preis-Leistung kriegt ihr eine 10 von mir. Das ist einfach wow. Da braucht man nichts hin und her diskutieren. Da, wo man diskutieren kann, und das ist ja, was ich auch
für mich ein bisschen als schwierig empfinde, ja, warum ich immer meine Schwierigkeiten habe, dass ich immer ein schlechtes Gewissen habe. Das ist irgendwo so frech schon wieder, ja, also von außen, das geht ja noch, da sind diese Tom Ford-Dinger noch krasser. Aber ich bin einfach Team Original, denn ich finde, ohne Originale gibt es keine Originale auch in Zukunft. Ja? Von daher sollte man das immer unterstützen, dass die Firmen natürlich viel Geld verdienen. Ey, das wissen wir doch. Ja? Ist einfach so. Ob das jetzt die sind oder irgendwelche anderen, ob Tom Ford oder ist uns bewusst. Ja? Wir alle wollen halt auch Geld verdienen und so. Gut und schön. Geld ist sowieso immer so eine Sache. Ja? Für einen ist das teuer, für den anderen sagt, was, 300 Euro doof, gar kein Thema. Ne? Ist wirklich so. Ne? Aber ich bin Team Original und ich finde, man sollte das Original trotzdem immer vorziehen. Aber du bist zum Beispiel jetzt Azubi und ja, du magst Argento einfach gerne, aber es ist einfach gerade nicht drin. Na? Auch in Zeiten der Inflation, das geht alles gerade nicht. Und dann sagst du, weißt du was, ich möchte so einen Duft haben, der sehr nah dran ist. Und wenn ich genug Geld habe irgendwann, dann gönne ich mir das Original und dann trage ich ihn auch. Und dann ist cool. Ja, dann sage ich, okay, dann kann ich es verstehen, dass du den holst, solange es den noch gibt. Ne? Keine Ahnung, ob die den irgendwann auch wieder rausnehmen. Na, so wie die Tom Ford Sachen, da kriegt man viele ja gar nicht mehr. Abschließend kann ich nur sagen, ein Hammer-Dupe mit gewissen Abstrichen, aber im Kopf bitte immer wieder dran denken, 20 Euro. 20 Euro. Ja, beziehungsweise ich habe eigentlich das noch aufgerundet. Ich habe 19 Euro bezahlt. Ja. Und das bei Amazon. Kriegst auch auf der Tafferseite 19 Euro auf 100 ml. Ja, hat Unterschiede. Ja, aber wirklich in der Luft ist das sehr, sehr close. Ihr merkt, close. Es ist nicht 1:1. Ihr habt Unterschiede, ja. Wie so ein Lied, was ein bisschen anders abgestimmt wurde. Aber das ist hinnehmbar. Also, du suchst Argento für wenig Geld, aber holst dir auch irgendwann das Original, ja. Kann ich empfehlen, ja. Da habt ihr meinen Segen, Hammerteil und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lass ein Abo da, wenn du neu hier bist, ja, damit du auch in Zukunft keine Sachen verpassen musst. Ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, falls du den hier kennst, ich glaube nicht, oder vielleicht doch, ja, oder wie du Argento findest, auch da gerne mal die Kommentarsektion nutzen und da gerne mal was hinterlassen. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns mal wieder zu einem neuen Video. Dein sprachloser Parfum-YouTuber Timo. Wir sehen uns und bis bald. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Yes, für 20 Euro. Krass.